Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review auf dem Vortech-Kanal. Ich bin immer der Meinbilder auf den Kaltenstein und dieses Mal tatsächlich zwei Leute. Ja, juhu. Nee, nicht, dass wir die anderen nicht schätzen würden, nein. Ihr habt sicherlich den Trailer schon gesehen, da ist es endlich unser Wargear MV2. Ein wunderschönes Teil. Naja, teilweise. Ja, also, wir können mal ein bisschen was erzählen. Ja, also zum größten Vergleich daneben ist MV1, was ja eigentlich schon recht groß ja, genau. Ist. Ist ein bisschen höher. Genau. Also, ist ja schon recht groß, aber ihr habt es im Trailer auch im Vergleich zu V5 gesehen. Also, ist schon... größer als V5? Ja, ziemlich dick. Nee, also, wahrscheinlich werden es auch schon viele gesehen haben. Es ist ein... deutscher Panzer Kampfwagen 4 Ausführung D. Ausführung ja. D wird immer dazu gesagt, weil Core Gamer so wenig zuerst verstehen wollte. Ja, der hat erst gedacht, das ist ein Panzer 3 und dann irgendwie Ausführung H oder so. Nein, Ausführung D. Man muss fairerweise sagen, damals war noch ein bisschen kräftiger. Ja, genau. Also das Geschützrohr, das ist immer noch nicht komplett getroffen, aber das ist echt schwer. Das sieht ziemlich komisch aus. Wir haben den Turm eigentlich recht gut getroffen und da war ich überrascht. Ja, also das, aber das war relativ kompliziert eigentlich. Also wir haben das ja, so von also, Modellen abgebaut, also erwartet ja, nicht, dass die Proportionen stimmen oder so. Ja, ist auch kein Maßstab, drei Schnauze angefangen mit den Ketten, dann wurde alles viel zu groß. Genau, ja. Ja, also hinten, also die Rückseite vom Turm ist auch nicht so wirklich vernünftig, aber an sich ist halt alles schon versucht irgendwie gut hinzukriegen. Ja. Allein die Kette hat, glaube ich, 2 Tage gedauert. Aber die sieht doch echt cool aus. Also, ja, hat meine viel Mühe reingesteckt. So. Ja. Naja. Also klingt jetzt doof, 2 Tage, aber ist halt wirklich scheiß Arbeit, so eine Kette ordentlich zu machen, die 1000 Mal anzupassen. Genau. Ne? Also ansonsten... wir Heck hatten... ist noch recht charakteristisch. Ja, stimmt. Das habe ich noch gar nicht gezeigt. Hier mit diesem ganzen Plumbing. Hier sieht man auch schon einige Fenster nach hinten und da hinten ist auch schon der Eingang. Ja. So, man kann ein bisschen zur Geschichte noch sagen, hier, also der YouTube-Fullstream-Button. Ja, okay. Nein, zur Geschichte kann man sagen, das ist aus dem Jahr 2019 noch, haben wir das angefangen. Und hier ist es arg dunkel. Ich kann mal kurz nachlesen. Begonnen am 2.10.2019. Ja, also schon ordentlich Bauzeit. Ja, ja. Fertiggestellt am 27.3. Technische Fakten, hat eine kräftige SFA oben. Genau, 15 Stichkanonen. Ja. Ja. Die verbesserten Varianten unserer ultimativen Stichkanone von damals sind das. Die verbesserten der V2. Also 144er ja. Stichs mit Ansetzer. Nett. Ja. Dann haben wir noch 2x Menschkanonen und 2 MGs. Ja, die MGs dazu sind alle von Mensch. Ja. Dazu noch 5 Lupfkanonen. Sind hier unten. Eine Schwenkkanone. Was haben wir gesagt? Was wollten wir nochmal als Ausrede nehmen? Luftabwehr? Luftabwehr für Incoming Missiles, genau. Dafür ist die da. Kann gar nicht. Also die 41er Schwenk kennt ihr bestimmt noch. Ja. Und eine Streukanone, die sich halt in diesem Ausguck einfach sehr gut angeboten hat. Genau, das ist eigentlich der Sichtschlitz für den Fahrer und jetzt ist da halt eine Breitenstreu drin. Ja. Ist eine verbesserte Variante der in MV1, genau. Naja. Ja, ist schon das gleiche Prinzip. Ja, also das Besondere ist, fast alle Läufe sind versteckt. Also man sieht sie durchaus, also natürlich hier der große Lauf und das MG hier und halt diese Sichtschlitz, aber ansonsten, man sieht hier so ein paar kleine Löcher drin, ja. Aber das sind und echt... Und das ist halt auch wirklich nur designbedingt. Eigentlich hätte man hier bei den manchen Läufen, also hier beispielsweise hätten oben noch Blöcke hingekonnt. Problem, Minecraft meinte nein. Ich muss jetzt einfach, nachdem wir aufs Bildschirm fliegen, sind das TNT einen Block höher berechnen. Genau. Deshalb sind die so ein bisschen, aber ich denke mal, ja. Man vermutet jetzt nicht, halt. Was da für ein Lauf hintersteckt hinter ja. diesen kleinen Schutz. Also, Kaltenstein hat da Kanonen reingeklebt und Kanonen reingeklebt und Kanonen reingeklebt, also angedacht und am Ende war nicht mal genug Platz für die. Eigentlich hätte das Ding noch locker 30 Kanonen mehr gehabt. Ja, ich hatte sogar irgendwie ganz flach am Boden Shotguns nachgedacht, aber naja. Die lagen in den Luftkanonen. Ich könnte hier vielleicht mal eine mittlere Luft öffnen. Ja. Genau, also ein ziemlich großes Secret-Shot hier. Ja. Genau. Dann
Nett, nett. Klar, die Geschwenkkanone sieht man noch, aber bitte in der Größe dort kein Deadly Secret Shot. Nein, also wenn ihr da einen Secret Shot einbauen wollt, dann viel Spaß, haben wir nicht gemacht. Ne? Dann hatten wir auf der mittleren, also auf dieser mittleren Erhöhung, da sind auch noch zwei versteckte Schließen drin und halt eine offensichtliche. Ja, eine hier, ne? Und dann sind tatsächlich inzwischen noch zwei. Und oben im Turm tatsächlich auch noch fünf Stück. Fünf Stichkanonen sind hier noch drin reingequetscht worden, ne? Ja. Und man sieht hier oben definitiv auch noch die Observation Lounge. Mhm. Genau. Zeige ich später noch genau. Also, dann kann man nochmal sagen, die Scheinwerfer, die sind sparsam. Ja, ich meine, sie sind halt originalgetreu. Und wir haben auch ein Rücklicht, tatsächlich eins. Ist auch originalgetreu, nur ein Heckscheinwerfer. Genau. Auf der anderen Seite ist irgendein so ein Käse, keine Ahnung, wozu das da ist. Wenn wir so Panzerfreaks unter euch haben, die wissen das dann bestimmt. Oder Leute, die Warfunders spielen, eins von beidem. Genau, also wir sehen auch, es trägt die Turmnummer 11. Das war jetzt einfach auf dem Modell drauf, das wir von dem wir abgebaut haben. Wir wissen nicht, ob das irgendwie eine Brisanz hat, ob das irgendein Panzerass war, der die Panzer 4 Ausführung D mit Turmnummer 11 hatte. Keine Ahnung. Ansonsten sollte man vielleicht noch erwähnen, dass die ganze Sache von mir ein bisschen angestoßen wurde, weil ich so ein großer Girls und Panzer-Fan bin. Der Hauptpanzer von denen ist ja so ein Panzer 4 Ausführung D am Anfang. Und ja, Meini musste mich schon davon abhalten, dass ich hier einen Anglerfisch auf den Turm rauf mache. Ja. Ja, gut. Dafür sind dann aber auch die Schilder verschwunden. Ja. Ja, das stimmt schon. Also wir hatten auch so den Lauf der SFA mit ganz vielen Jux-Schildern voll gemacht. Das ist... Naja, wollte ich bei der Arbeit, ne? Wir waren in dem Fall Mensch und ich. Ja. Also, wie gesagt, komm mal zum Eingang. Okay, die spammen hier gerade ein bisschen rein. Also, ich werde gerade von meiner Skills und so genervt. Also, der Aufzug schicken wir vielleicht mal so weg noch. Genau, hier kommt der braucht hier halt diese rein. Kleine Bodenflasche und ein bisschen Redstar. Hab dann hier auch einen Shot. Genau. Fährt aus dem. Hier kommt keiner rein. Muss ein Doppelpisten-Extender sein, weil sonst wird's ja von den Schleims erwischt. Jetzt schnell rein. Halt ihn. Ja, ja. Sieht da sieht man's nochmal. Und hier ist da eine Tür. Ja, genau. Kommt man hier rein und kann den Aufzug wieder wegschicken. Da hinten fragt am besten gar nichts, was da steht. Und das da, ja. Können wir im Discord ein bisschen nach oben scrollen. Vielleicht findet ihr es noch, was da drin ist. Ja, dann haben wir hier mal wieder Koordination. Ein Codeschloss ist hier, genau. Ist, denke ich mal, ziemlich klar. Wir haben die Zahlen von 1 bis 10. Ein Eingabeknopf und ein Reset-Knopf. Also man kann jetzt hier irgendeinen Bullshit eingeben. Reihenfolge ist übrigens relevant. Und dann auf Reset drücken. Ne, wenn man sich vertippt hat, alle gleichzeitig weg. Ansonsten ist hier der richtige Code. 246710. Das Schild hängt halt nur dafür da, weil Alzheimer. Genau. Dann drückt man auf Eingabe. Und dann endet. Und dann gucken wir jetzt auf die Lampen, weil ich Reset drücke. Ja. Alle gleichzeitig. Alle auch gleichzeitig. Genau. Ja. Die Tür geht auf und bleibt auch offen. Das ist der Eindringungsalarm hier, genau. Unter anderem, auch wenn man den falschen PIN-Code eingibt, geht der auch an, was kalt stellt irgendwie zu. Das habe ich irgendwie vergessen gehabt, ja. 5, 6, 7 Mal nicht geblickt hat. Tür geht zu und ich denke mal, das hier sollte, glaube ich, klar sein. Ja, also der Eindringungsalarm mit dem Tripwire-Hook ging natürlich nur an, wenn die Tür auch zu sein sollte. Ja. So, der hier. Lampe an Tor verriegelt, erklärt sich, glaube ich. Hier haben wir erstmal die Informationen. Links geht zur Brücke und rechts geht's raus. Denke ich mal klar. Ja. Also der Aufzug Brücke hier. Zum Schluss? Brücke zum Schluss, genau. Wir sind asozial. ja. Aber ja. Gut, kennt's ja schon aus dem Trailer, ne? Aber wenn der Aufzug gesperrt ist, ja klar. Ja, genau, kann man von und, der Brücke aus machen. Hier sind noch Gangschotten, weil ja. Auf zugemacht werden, genau. Ja. Da ist man wenn hier alles verriegelt wird, ist das Wichtige, dann geht auch solche Türen hier. Genau, wir gehen da nicht mehr auf. Ja. Dann haben wir hier nochmal eine Treppe. Zur Brücke, genau. Und hier habe ich die und Plaza getauft. Ja, der Wartech-Raum. Der Wartech-Raum. Der unnötigste Raum im Borgia. Ja, das schon, ja. Recht imposante Wandgestaltung, recht imposante Deckengestaltung. Panzermodell von Core Gamer. Ja, es war so leer und wir hatten keine Idee, was hier reinkommen soll. Ja. Beziehungsweise es sah nichts gut aus.
Ja. Ja, genau. Hier haben wir dann auch die Hall of Fame, wer gebaut hat in erster Linie. Ja. Genau, und auch nochmal eine Danksagung an alle Vortech-Mitglieder, das Steamwatt-Team, weil die den Server lange Zeit gesponsert haben, wo wir das gebaut haben. Jesse für die Inspiration. Was heißt gesponsert? Wir haben es auf Bau gestellt. Genau. Und CoreGamer für die Inspiration auch, genau. Nee, Jesse für Inspiration, CoreGamer war halt auch so ein Helfer. So. Genau. CoreGamer ist cool. So. Aber nee, CoreGamer war irgendjemand dabei. Genau. Also eigentlich wollten wir es tatsächlich für hier Jesse zeigt eure Wargear einsenden. Und ich bin am überlegen, ob es das noch bringt, weil das Ding ist so aua. Das möchten wir eigentlich keinen zumuten. Mein Kopf wird nicht geupdatet. Ja, keine Ahnung. Also genau, nach kleinen technischen Schwierigkeiten hier die Trailer-Mitwirkenden. Kam nicht mal tatsächlich mich gespielt, falls ihr es nicht bemerkt habt. Ja, für die langsamen... okay, eigentlich hat man es auch... Eigentlich sollte man es auch nicht bemerkt haben. Ja, keine Ahnung. Und ja. Genau, Oazu hat ein bisschen rumgehangen, hatten dann aber ihn am Ende nicht im Final Cut drin. Genau, und wir hatten natürlich auf V5 von MCV geschossen, ja. Ja, Und hier auch nochmal was in MV1 schon hing, in Endurance we conquer very slowly. Ja. Ne, unser Motto. Ja. Naja. Wundervoll, also ich würde sagen, wir gehen... Wollen wir erst... Oh, ich glaube, wir gehen erst zu Kanonendecks, ne? Ja. Also... durch diese Tür hier durch, ist auf der anderen Seite auch so. Da gibt es aber das schöne Ding hier nicht. Skill. Okay, die Sitzgelegenheit. Das ist also die Workbench aus Bukett auf Steroiden. Ja. Genau, man fährt in die Wand rein. Ne, Tuli, da wird es... Okay, gut, dass du das nicht gesehen hast. Ne, genau, hier auf der anderen Seite das Gesellschaftszimmer. AKA der Menschraum. Der Menschraum. Echt Bug, Ja. Hier sitzt, weil wir haben ja einen Mensch. Genau, hier sitzt Mensch und auch meine später im Trailer drin. Mit eigener Lichtsteuerung, falls man hier einen Film gucken möchte. Am Flatscreen hier. Und genau. Ansonsten der Bildung. Mit Roulette-Tisch. Die Bildung. Die Bildung auf Knopfdruck, genau. Das ist wahrscheinlich in Wirklichkeit nur DVDs drin. Nee, die sind hier. Ionen hat nicht mehr gereicht. Ionen hat nicht mehr gereicht, ne? Dann kann man aber noch. Bei der Größe würde ich. Sicher, dass bei der Größe nicht irgendwie VHS sind? Ja, das stimmt schon, ne? Nee, ich sag dir, das sind Collectors Edition PS4-Spiele. So. Ja, Mensch, kaum macht das TMT sehr gerne. Ja, okay. Sitzt sehr lange. Wir haben ein bisschen übertrieben mit den Armor-Sensor, wir haben glaube ich alle bis auf 2 entfernt. Ne, 3 gibt's hier noch. Ja. 3 Armor-Sensor waren hier drin. Es gab mal Beladesklaven. Es gab mal mehrere Beladesklaven, aber die haben wir entfernt. So. Ja, Hoppe und Yasa. Aber Hoppe war weniger Beladesklave. So, hier haben wir die erste Kanonenreihe, das sind 4 dieser Stichkanonen, sind alle baugleich. Und haben Licht. Haben Licht, ja, das Licht in den Kanonen unten und oben. Haben sogar Unterwasserbeleuchtung. Irre, ne? Es sind Kanonen, die können schießen. Hier hat man Delay. Genau. Wir haben jetzt nicht allzu sehr darauf geachtet, dass hier das Endstone weg ist, aber ganz ehrlich, das bisschen ist immer noch ein Kampf. Es ist immer noch irgendwo ein Kampf vor hier. Ich glaube, es ist mit das kampfstärkste Megaborgie, was fertig ist, würde ich sagen. Ja. Genau, so viel auch dazu, da ist nichts weiter. Ja. Ja genau, gehen wir hoch. Hier drüber ist dann die Kanonenreihe. Sieht manchmal sehr witzig aus, wenn du an der Leiter hoch. Ja. Sieht so aus wie ein Leiterkletter, also irgendwer Leiter klettert, nur halt so 20.000 mal schneller. Ja. Das müsste die Stichreihe im Turm sein, die 5 Stück, genau. Ja. Und hier geht's Überwachungsklausch. Ja. Die Leiter, hängt die vorne oder? Welche Leiter? Na egal, ich zeig gleich nochmal. Ja. Genau. Jetzt, wo ihr hin wollt, in die Überwachungslaus raus. Gegen den Dachausgang, genau. Ist man hier in so einer kleinen Kuppel und hat einen Kaltsteinhebel. Kommt hier raus und kann auf dem Dach rumlaufen. Wundervoll. Sah schöne Zeit auch. Mittag. Ja, raucht man erstmal eine und. Ja, da oben war mal GP-Member, aber. ja. Denkt's. Der wurde wegzensiert, genau. Und ja, auch an der Lupf. So.
Kaltenstadt noch irgendwie 30 andere Schilder von anderen Leuten gefunden. Oder auch von auch GPler nochmal. Genau, also hier in der Überwachungslounge, nettes Deckendesign, finde ich. Genau war die absolut richtige Antwort. Ja, das war krepelig, das Licht hier oben rein zu verkabeln, aber hat gepasst, ja. Genau, also war krepelig, heißt mein Bilder musste machen. Ja, ja. Hier sieht man ja auch am Ende im Trailer die Jungs stehen und sagen, wir haben ihn erwischt, ne? Kann man also seinen Sieg auskosten und auf die niederen Gegner herabhalten oder so. Ach ja, und alle, die mitgemacht haben, haben den Trailer schon gesehen. Das heißt, wer erster geschrieben hat, falls wer erster geschrieben hat, hat er leider verschissen. Ihr müsst wissen, der Trailer ist noch nicht veröffentlicht worden. Ja. Ja, also so viel dazu eigentlich. Ich habe ja immer gesagt, oben die Cupola sieht in unserer Version aus wie so ein asiatisches Lunchpaket, was so aus Reispflanzen gedreht wurde, weißt du? Oh Gott. Ja. so die typische Kisten, wo die dann so Rahmen drin haben oder so. Genau, ist mit Fallschacht, ne? Ja. Wenn die hier nicht wieder rechtzeitig zurückgeht, dann habt ihr halt gelitten, dann... ja, ist so ein bisschen V4-like. Muss die Putztruppe aus MV1 anrücken. Genau, mit dem Industriestaubsauger und den Wischmöppen. Ja. Genau, den gleichen Spaß haben wir hier vorne nochmal. Ich glaube, hier unten müssen wir nicht durchgehen, aber hoch müssen wir. Es sind drei Stichkanonen so und... Oben ist, glaube ich, auch nichts. Doch. Stimmt, ja, stimmt. Hier sind die Eingänge nach vorne. Die Öko-Leiter. Wer war ganz das? Genau, also Kaltenstein und alle anderen hatten, also es gab drei Optionen, entweder hängen da unten Leitern oder da unten, also da unten hängt man entweder Leitern hin, da unten hängt man, also Leitern, die Rankenviecher oder Mensch wollte Schleim. Was haben wir am Ende? Gar nichts. Gar nichts, genau. Wir bleiben Turnier bleibt betreu, genau. Money. Hat keiner gesehen. Natürlich hat es keiner gesehen. Genau. Ich denke, es wird noch so eine 30-60 Version geben, die fertige. Ja. Vielleicht. Vielleicht. So, nächste MV2 Finalschumette kannst du dann nachher stellen. Super. Genau, hier haben wir die vorgelagerten Stichkanonen oben und es geht in alle Richtungen. Außer hier lang, da geht es zu den Frontkanonen. Das ist die Panzerungssäule? Eine der Panzerungssäulen. Ne? Gibt zwei in dem Teil. Ein 40er Schwenk, Streuer, genau. Erstmal dahin. Kennt die ja, ne? Man ja, hat hier vorne einen Auflageblock. Halt. Ist es eigentlich 1:1 kopiert aus dem Oldschool V1 auf Steamboard. Inklusive Farbgebung. Ja, dann kann man da auch noch hochgehen. Genau. Warte mal, wenn das Original ist, dann muss ich da noch Schilder wegmachen. Nein, okay, ist nicht. Originalgetreu mit Glas hier oben. Ja, ist wenigstens. Ja, also hier oben ist nochmal ein Ausdruck. Ja, also wäre es das Original gewesen, hätte ich noch Schilder wegwiesen müssen. So die Zählhilfe, falls du dich erinnerst. Ja. Voilà. Ach, genau, also hier ist. Also in irgendeinem Wargear war mal das Feature, da hing die Tür so. Natürlich so. So, dass sich einen in der Fresse hing, genau. Ja, so hing das mal in irgendeinem Wargear. Da muss man hier hin und dann so. Nee, aber zum Glück. Ja, nicht. Nein. Ja, jetzt hast du es wieder so gemacht, na egal. Nee, jetzt ist es richtig rum. So, Dachzugang. Ja. Hier kommt vorne halt raus. Auf Haube. Genau. Wundervoll. Kann dann hier die Ersatzkette mit 1000 Mann nach vorne. Genau, 1000 Mann alle runterwerfen und dann fährt man mit dem Panzer drüber und hofft, dass sie sich einklingt. Ja. Genau, der Core-Gamer, der Panzer konnte wohl doch noch fahren. Der leicht zerstörte. Hier ist die Ersatzkette, die kann man einfach rauspacken. Ja, aber er meinte, dass die reicht wohl nicht von der Länge her. Muss man gucken, ob die dann ausreicht. So, Und dann hat man hier nochmal. Ist natürlich wesentlich einfacher, wenn das hier auf ist. Ne? Das geht, wenn man auf Feuern drückt, müsste das eigentlich aufgehen. Tut es sogar. Ui. Und natürlich der Klassiker, wenn man hier reinfällt, dann kann man hier diesen Abenteuerweg benutzen. Falsch rum. Ja, also hier rein, hier durch und dann den Knopf und so. Ja, ja, also aus Erfahrung von uns und aus Erfahrung von Tunida war das notwendig. Ja. Ja, Viel Zeit mit der unnützesten Kanone vorgeht verbracht. Dann die Streukanone. Hat ein bisschen Static-Zündung.
Ja, ich kann ja mal. Einige Projektile, ist Mensch-powered. Zu den Projektieren gehen. Ja, sind 204, glaube ich, ne? Ich kann hinkommen. Egal. Kanone abfeuern. Shot geht auf. Ja, also die hat so ein bisschen Static-Zündung. Die Lampen hier vorne, die untere Lampenreihe, ist mit dem Shot gesteuert. Also, müsste eigentlich ganz geil aussehen, der Lichteffekt. Ich kann auch mal NV wieder rausmachen, brauche ich jetzt nicht mehr. Ist auch ein bisschen cozier drin. Und man kann das Shot auch aufmachen. Manuell, nein, wenn man rausschauen möchte. Ja. Diese ungünstige Ecke hier ist. Nicht zeigen, die gibt's gar nicht. Ja, weil. Weil Planung, weil Shot größer und andere Leute. Weil weder Mensch noch Kaltenstein auf die kann sich vorher mal das Borgia anzugucken. Ja, wir haben einfach nur nach Shotgröße gebaut und nicht nach anderen Zielen, die aus dem Borgia drin sind. Genau, deshalb ist das Shot jetzt ein bisschen größer. Dann kann man hier wieder runtergehen, hat eine andere Panzerungssäule und Nee, ist die gleiche, die hat sich gerade einfach nur teleportiert. Kommt hier auf der anderen Seite raus. An der sieht es übrigens im Normalfall immer ein Shot. Eisen. Außer bei den Ketten? Ja, außer bei den Ketten. Da ist es mal gern aus Eisen. Genau, und noch weiter nach vorne geht es zu der Menschkanone. Ich hab das auf beiden Seiten. Dort ist die Beleidigung aller Wargier da drin, die Beleidigung aller Wargier, wie hat man das denn gehört? Der Projektilansetzer. Der Projektilansetzer. Also der schießt die Projektile, komprimiert sie mit TNT. Ja, es ist. Wir wollten eine einbreite Kanone haben, wenn Mighty Lee's coole Shot gebaut hat. Ja. Schießt sie nicht ab, die killt sich oft selbst und. Ja, nein. Sie macht zwar ganz guten Schaden, aber einfach nein. Nein, eigentlich nicht mal, aber okay. Kommst du wieder vorne? Ich bin hier. Also. Ja, okay, da. Das ist 3 Hammer. Also dann haben wir hier. Für die Dispenser, wenn die leer sind, muss man hier einen Idiot draufschicken. Genau, der geht dann hier lang und hier oben rein. Und hier nach oben kann man reingucken, da sind die Dispenser drin. Und das hier ist das Shot, aus dem wir dann rausgelangen. Ja. Genau. Ansonsten, wenn man das machen muss, kriegt man auch in der Brücke einen entsprechenden Alarm. Also Dispenser leer geschossen und dann sollte man im Idealfall vorher 2 Dispenser auskalten, aber okay. Ich meine, bei den ganzen Feuerkugeln da drin. Ja, dann hier unten die Lupfreihe mit ordentlich TNT. In der leeren TNT-Kiste. Ja. Aber hier unten sind auch. Die sind auch. Ja. Warum sind die Kisten alle leer? Keine Ahnung. Die oben hast du gebaut, die unten sind von Disco. Also, Ja, die Kanone ist steinalt, ist von Disco-Wüste. Sind 60er Lupfkanonen. Ja, nett. Denke ich mal. Ja, sind halt ganz gut, wenn man Lups mag. Wer mag keine Lups? Ne? Ja. Ja. Wie das gleiche auch nochmal zu den Dispensern und dann kann man auch wieder von den Kanonen weggehen, das waren sie. Brücke. Oder ne, hintenrum. Warte mal. Gehen wir durch den Dingsraum, ne? Also, man kann jetzt direkt zur Brücke gehen, man kann aber auch zur Rezeption. Ja, wir gehen aber nicht hintenrum. Okay. Wir gehen jetzt hier durch, aber wir gehen nicht hinten rum. Also, hier ist die Rezeption und hier steht Ahsoka. Weil, ja. Ja, ich habe den Raum hier gebaut, während ich dieses eine Buch als Hörbuch gehört habe, deshalb, naja. Was stand alles an diesem Computer dran? Dell, HP, Acer, Ist da noch irgendeine Untermarke dran? Ich weiß es nicht. Lenovo stand nochmal dran? Stimmt, ja. Aber wir in unsere Laptop-Marken. Ja. Also dieser Laptop hatte mehr Marken als man Produkt platziert in ein Video. Warte, die Uhr. Ich hatte doch mal den Bug, dass die Uhr sich nicht gerade hinstellen konnte. Ich habe hier so viel drehen können, wie ich musste. Diesen Status jetzt immer übersprungen, ist direkt dahin gegangen. Das ist ein richtig dämlicher Grafikbug. Also der Kaltenstein die ganze Zeit gesagt hat, hey, warum ist die Uhr nicht gerade und gerade? Wir dachten, ja. Ja, wir dachten. Stand ja auch im Raum, dass Kaltenstein besoffen war. Okay, also The Montreal's Count, wer den Witz kennt, der hat irgendeine obskure Fanfiction gelesen, die kein Mensch kennt.
Aha. So, und wenn ihr die gelesen habt, dann, oh Gott, was seid ihr für Weeps? So. Kalte Stein. Ja, hier sind wir im Hinterzimmer. Mit Geheimtür. Raus. Ja, ich bin durch. Du musst mal F3A drücken. Ja, ich sehe ja, raus. Achso, ja. Raus. Mit Notausgang. Über eine Druckplatte gesteuert. Wir hätten das jetzt so talentiert machen können und das zeigen können und dann hoch zur Brücke gehen können durch den Eingang. Aber nein, wir haben dir die Hälfte noch nicht gezeigt hier. Ja, könnten wir. Also, dort ist Notleiter zur Brücke. Genau, die Notleiter, die man in der Regel nicht benutzen. Warte, ach nee. Da ist der Knopf. Einer von denen ist es. Ich habe vergessen, welcher es ist. Ich rate mal, es sind beide. Es sind alle. Es sind eigentlich alle. Aber. Warum ist bei manchen. Ah, nee, warum? Ach, ja. Warum geht die Tür nicht auf? Wird gefixt. Macht sich, weil wir irgendwas zugepanzert haben. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, wir doch nicht. Ja, auf jeden Fall kann man hier dann auch nochmal mit einem zweiten Aufzug zur Brücke fahren. Machen wir jetzt aber nicht, das zeigen wir euch gleich. Denn wir gehen jetzt eigentlich dahin, wo wir schon am Anfang hingehen sollten. Kaltenstein, wir haben da oben noch was nicht gezeigt. Da oben ist ja noch mehr. Ich weiß, das sind unsere Quartiere. Richtig. Na gut, zeigen wir die Vorderbrücke. Also wir haben, ja, sag mal kurz. Ja, ja, okay, also, okay. Aufzug, Knopf drücken und nicht rechtzeitig reinspringen. Ja. Genau. Warte, ich mach jetzt zu. Ja, ja, okay, okay. Ihr geht zu den Crewbereichen. Also. So, jetzt kannst du auch hingucken. Die ganze Crew besteht aus Mini und mir. Ja. Wird die Tür auch verriegelt? Nee, ne? Nee. Die gehört zu Gangshoppen, glaube ich. Nee, ich meine, ich würde die auch mit Paril bei Gang. Nee, wird sie nicht. Interessant. Okay. Die ist absolut unabhängig, damit wir wieder rauskommen. Notleiter zum Hinterzimmer, waren wir eben drin. Ja. Ja, genau. Ne? So. Hier erstmal zu Mini. Ja. Ach, ich habe einen Kopf in der Hand. Mhm. Ofen, Essen, Kühlschrank. Mit Pfeil drin. Die Idioten haben den immer noch. Ach Gott. Ja. Die Fresse für meiner Skills bitte. Xerox. Mein guter Xerox-Kopierer, der war ja bis jetzt immer dabei. Der ist hier dabei. Und dein netter Apple II oder was das hier ist mit diesem riesen Bildschirm. Ja, ganz im Ernst. Was hast du immer für große Monitore? Ich bin doch nicht dämlich oder Alessio. Ich habe kein Apple. Ach so. Ja gut, dann hier das ein interessantes Deckendesign, aber auf jeden Fall das ehemalige Gemeinschaftsbad. Das heißt Gemeinschaftsbad, du hattest am Anfang einfach keins. Ja, und ich habe einfach eine Tür reingeschlagen zu dir. Ja. So, und dann ist hier mein Quartier mit der Voodoo-Puppe. Mit Hebel drin? Mit Hebel drin, genau. So, das ist der Kill-Switch. Der muss mit Command-Block drunter stellen, Kill-Miney. Und mein HP-Kopierer, der 1700 Euro kostet. Hier standen nochmal andere tolle Sprüche dran. Ja. Aber was stand da nochmal dran? Ich weiß es selbst nicht mehr. Keine Ahnung. Hast du wahrscheinlich entfernt, bevor ich sehen konnte. Doch, ja. Du hast es abgerissen. Achso, okay. Der Wasserautomat. Hier hing mal ein Bild. Oh, ungut. Ja, wir hatten drüber nachgedacht, hier einen Ausgang zu bauen, aber das ging so nicht so. Der Replikator ist auch bekannt aus MV1. Und also, Kaltenstein baut keine Küche ein, der Start lieber zwei DC hat. Genau. Und mein Bad. Mit Spiegel. Ja. Jeder, der nicht Kaltenstein ist, findet das etwas verschwunden für uns. Ja, vor allem, weil die Leute unsichtbar sind. Und ich sehe den Fehler. Was ist? So. Und da drüben hängt noch ein Schild. Spiegel möglicherweise defekt. Okay. Interessant. Ja, das ist Stufe 2 von den Bildern hinter den Fenstern in MV1. So. Meini, entriegel doch mal bitte die Brücke. Wir gehen über die andere Seite. Die Brücke ist trotzdem nicht entriegelt. Ja, egal. Kommst du runter? Ich fahre im Aufzug.
Okay, du gehst da lang, ich gehe da lang. Ach komm, Stein, wir haben noch was vergessen. Das da wäre. Ja, was haben wir denn für Fenster unter der Brücke? Ach ja, der Planungsraum. Ja, also hier kommt der Aufzug raus. Und, vom Eingang, genau. Ja, und Kaltenstein Behindertengerechtheit. Ja, ja, Treppe da war Aufzug. Also, da war der Gang hier noch nicht mal da. Nö, also die Rollstuhlfahrer kommen nicht auf die Brücke. Ja, das ist der Planungsraum. Der Planungsraum, genau. Mit Raumverdunklung. Damit man ja, diese wunderbaren Hologramme bewundern kann. Ja, dann kannst du hier nochmal rausgucken. Stimmt, ja, die Fenster zur Brücke. Erstes Sneak Peek. Ja, also hier pflanze ich mich dann hin und erkläre den, ja, keine Ahnung. Den Konsorten, was sie zu tun haben. Ja, hier ist nochmal ein Ausguck nach hinten. Man kann bis zu den Ketten rübersehen, braucht man. Genau, damit man sieht, ob die noch drauf sind. Ja, damit man nicht raus muss, ne? Kann man hier gucken. Ja. Ja. Und jetzt dann gehen wir mal endlich. Endlich zur Brücke. So. So, bevor ich jetzt alles angucke, erstmal hier diese wunderbare Wanddekoration. Ja, ich hab's versucht zu retten, aber ich hab's auch. Ist inspiriert aus Star Trek Into Darkness, genau, von der USS Mansion. Und irgendwie, das war eigentlich das ursprüngliche Ideendesign, das passt irgendwie nicht mehr rein. Nee. Ansonsten hier die Dedication Plate, Warge Central Dome Mark II, WTMWG. Andere Seite. Achso, ja. Central Dome Mark II, WTWG MV2. Ja, 10/2019, Meinbilder und Kaltenstein, offizielle Bauzeit. Na, erstmal hier die Schilde. Oh, die anderen. Ja, das war dann. Hatten wir im November und Dezember hatten wir keinen Server. Dann sind wir auf Steamwall gekommen. Januar und Februar 2020 und dann irgendwann Dauerbaustelle. Und auf der anderen Seite haben wir dann Symmetriefußnote 1 und 2 und den Symmetrie BER. Ja. Und da ist die Brücke. Und da ist die offizielle Bauzeit. Ja, habe ich schon gezeigt. Das ist die Brücke. Mit interessantem Lichtdesign. Nett. Scheiß Arbeit. Das Licht war mehr Arbeit, als man denkt. Ja. Hier auch indirekte Beleuchtung von unten. Ne? Ist also zweistufig gebaut. Hier hat man dann den Stuhl, da sitzt dann Mini drauf und sagt, alle Maschinenkanonen abfeuern. Und genau. Hier vorne kann dann kein Stern rumstehen und sich die schönen Schadenssensoren ansehen. Und sich freuen, dass die dieses Mal sogar alle angehen können. Ja, Mai hat auch hier den Notausgang mal benutzt. Also einfach hier draufstellen, Knopf drücken und man landet wieder am Eingang. Ja, deshalb das unförmige Blumenbeet. Deshalb auch das unförmige Redstone. Das ging nämlich ursprünglich hier lang. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, es ist jetzt nicht unförmig geworden. Ich hab's ja nochmal komplett neu verlegt. Ein paar Redstone. Ja. Stück. Aber es ging mal hier rum und es wurde dann jedes Mal, wenn der Notausgang benutzt wurde, ist der Eingang kaputt gegangen. Ja. Nicht so schön. Genau. Ja. Jetzt kann ich eigentlich nochmal Night Vision reinmachen, denn es ist hier ein bisschen dunkel. Ja, das soll aber so. Ja. Aber es ist bestimmt. Nein, kein Night. Die Leute beschweren sich wieder dann. Ja, die Leute beschweren sich immer. Ja, so. Also, genau. Hier hat man dann den Dispenserhebel, den Notausgang. Interessante Anordnung. Aufzüge sperren, ist denke ich mal klar. Gibt man auch die Lampen da. Gangschotten, das sind alle Schotten, die im Borgi so drin sind. Und halt auch alle, die man mit Druckplatten öffnen kann, werden gesperrt oder geschlossen. Die Pulte hier sind für Brückenlicht, WG-Licht und Steinwerfer. Und hier für die Alarme. Na, dann sind die hier, diese drei akustischen Alarme, stummgeschaltet. Ja, also der Eindringungsalarm. Ja, hier sind auch die Alarme. Genau, also wir haben einen gelben Alarm, einen roten Alarm und einen Evakuierungsalarm. Ja. Und es gab so eine schöne Diskussion mit der Lichtansteuerung. Ja. Weil Kaltenstein nicht wahrhaben wollte, dass seine Alarme die Lichtansteuerung stören. Ja. Dann habe ich am Ende beides umverkabelt. Ja. Genau, die sind halt entsprechend an diese Sensoren angeschlossen. Wir haben äußere Sensoren, die irgendwie so ein paar Blöcke nur hinter der Front liegen, lösen gelben Alarm aus. Dann die mittleren Sensoren, die den roten Alarm auslösen. Und die Sensoren, die praktisch direkt vor dem Kerndeck sind, also vor dem Vortech-Raum und der Brücke, und die lösen dann den Evakuierungsalarm aus.
Ja. Ansonsten, Dispenser Leergeschossenalarm hatten wir bereits erwähnt. Kann man resetten, falls man ihn aufgefüllt hat. Und der Eindringlingsalarm kann auch resetten, wenn man den Eindringling beseitigt hat. Ja, und ein kleines extra Feature ist, dass wenn man erst drückt, dass dann alle Lampen angehen. Nett, nett. Das war, glaube ich, sogar noch ein bisschen extra Verkabelungsaufwand. Genau. Ansonsten, man hat es ja im Trailer auch, denke ich mal, schon sehen können. Hier sind die alles Abfeuern-Knöpfe und der MG-Hebel und der Haupteingang und die Brückenschotten. Ja. Was mir so spontan auffällt, was recht wichtig ist, 1.12.2. Ah ja, beschwert euch, ich schreibe es in den Titel nochmal unter die Beschreibung, dass die Leute das nicht in 1.15 öffnen. Da werden die Kanonen nicht funktionieren. Vielleicht nur die Lobs, aber die anderen nicht. Die Streu bestimmt auch noch, ja, aber der Rest war auch. Die schwenken vielleicht auch, aber die restlichen, ja, mal gucken. Die Stich sind im Arsch. Die Stich sind im Arsch, genau. Und natürlich finde ich so, das Highlight der Brücke sind die Kanonenanwahlpanel. Man kann... Die Brücke ist halt nur fast Kanonenanwahlpanel. Ja, man hat hier auf dieser Seite manuelle Kanonen und auf dieser Seite ein paar manuelle und die MGs. Man kann also entsprechend die Kanonen, die man benutzen möchte, einfach hier anwählen. Den Feuermodus muss man auch anmachen. Dann kriegt man auch hier diese Blinklichter auf beiden Seiten. Und kann dann auf ausgewählte manuelle Kanonen abfeuern drücken. Und dann werden die Kanonen, wenn sie beladen sind, natürlich alle abgefeuert. Dann kann man wieder abwählen, neue anwählen und dann nochmal drauf drücken, genau. Ansonsten hat man das gleiche mit den MGs, mit dem Unterschied, dass hier, wenn die MGs leer geschossen sind, auch diese Statuslampen angehen, damit man weiß, dass man die neu befüllen muss. Genau. Haben nochmal einen eigenen Abfeuerhebel, sind aber natürlich auch vom Feuermodus abhängig. Wenn es Unklarheiten gibt zu diesen Brückenfunktionen, könnt ihr gerne auf unserem Discord vorbeischauen und uns fragen oder auch einfach hier unten in den Kommentaren mal Fragen dazu stellen, beantworten wir gerne. Ansonsten könnt ihr definitiv einfach ein bisschen rumprobieren mit dem Borgi hier und ja, ich denke, ihr werdet Spaß dran haben. Von daher, ihr könnt es gerne verwenden für Borgi-Fights oder sonst was, aber bitte sagt nicht, dass es von euch ist und werdet uns, wenn ihr das benutzen wollt. Also, ja, ne, dass das klar ist, aber wir haben nichts dagegen, wenn ihr das Borgi benutzt. Die ganze Technik ist auch alles public, das könnt ihr alles benutzen. Genau, aber sagt bitte nicht, dass euer ist. ja, so viel zur Brücke, ne? Dann kann man auch hier wieder rausgehen, kann ich nochmal den Aufzug benutzen. Ja. Na, diese Lampen würden entsprechend auch angehen, wenn der Aufzug gesperrt ist und dann fährt er auch nicht mehr. Ich denke mal, was Beschusstest angeht, erwartet nicht zu viel von der SFA und den MGs. Also gut, die MGs gehen eigentlich, aber die SFA... Sünde. Naja, hat ja, Mensch gebaut, Mensch ist an allem schuld. Ja. Ich denke mal, ihr habt ja am V5 gesehen, was die Stichkanonen anrichten können. Wir haben tatsächlich mit jeder nur einmal geschossen gehabt. Die Lups haben ein bisschen öfter geschossen und die Streuen natürlich auch zweimal. Aber die Stichs machen echt diesen wirklich geradlinigen Schuss durch. Also, wir haben uns das auch nicht ausgedacht, dass die mittlere Stich, die killt tatsächlich genau die Brücke von V5. Eben, das haben wir uns nicht ausgedacht, wir haben das ganze Borgi um die Stich herum geplant. Irgendwie schon, ja. Ja. Genau. Ansonsten, ja, denke ich mal, wenn ihr euch fragt, wie ein Borgi aussieht, der geschossen wurde, wir haben tatsächlich alle 15 Stichkanonen mal durchgeschossen gehabt im Trailer und dann V5 damit gezeigt, so sieht das dann aus. Also, der Gegner ist echt gut kaputt danach, ja. Genau, also bevor die Leute nach einem Fight fragen, ja, baut erstmal ein Gegenborgi dazu, das Teil hier... Baut einen Gegner, ja. Baut einen Gegner, das Ding hat keinen Gegner, gegen das es irgendwie effektiv fighten könnte. Also... Ja. Abgesehen davon, der Ding ist so groß, sobald man auf alles abfeuern drückt, da bangt schon einiges rum, beispielsweise, ja, Sand. Genau, wird hochgedrückt, fällt wieder runter, in allen Kanonen gleichzeitig, so anderen gleichzeitig. Hier hat man schon wieder so einen Fall, hier diese Kamera hat schon Sand eingebüßt. Ja, das war einigen tatsächlich so bei 1 oder 2, das muss man nochmal kontrollieren nachher. Ja, also ihr kriegt natürlich eine heile Version,
Aber wir versprechen gar nichts für den Zweitschuss. Wenn ihr zu viele Kanonen auf einmal abfeuert oder einen schlechten PC habt oder sonst was, es kann es gerne mal passieren, dass da irgendwie Sand verlustig geht bei den Zündungen. Ja. Also das gilt insbesondere für die Stichkanonen. Ja. Ich bin gerade am Überlegen. Haben wir irgendwas vergessen? Bist du draußen? Ich bin draußen, ja. Du kannst ja mal die Scheinwerfer anmachen. Ich wollte gerade erstmal Nacht machen. Achso, ja. So, Scheinwerfer. Ihr seht auch, die Ketten sind passiv beleuchtet durch so Androids, die hier drin sind. Ja, einmal Lag für alle. Es ist das Vorgehlicht umgeschaltet. Ja. Und nochmal, so. Ja, man sieht es. Hat irgendwie nicht geleckt. Man sieht es in der Observation Lounge tatsächlich, ist das Licht ausgegangen. Also, gut, wo war der? Ach, da, Scheinwerfer aus. Ja, sind aus. Die Scheinwerfer sind halt vorne die beiden Lampen, hinten die Lampe und dann nochmal das Lichtband an der Strom. Genau. Ja, die sind's wieder an. Auf der Rückseite ist natürlich auch angesteuert. Ja, das hat länger gebraucht. Das war mit einer der letzten Funktionen, die ich verkabelt habe, weil ich da sowas keine Lust drauf hatte. Ja. Und trotzdem haben wir ein gehendes Rücklicht. Ja, eins. Reicht. Ja. Weil, also ich würde mal sagen, Fenster könnte man doch anmachen. Hast du Night Vision auf? Ja. Sieht mal ganz schön aus, wenn ich das Walkie selbst anzündet. Ach. Und alles andere auch. Ja. Wundervoll, wirklich. Das dauert eine Weile, bis sie leer sind. Das Schöne ist, mit dem Shader leuchten die Feuerbälle ja auch. Nett. Wenn der Gegner noch eine Wollpanzerung hat oder eine Wollschicht zumindest außen, dann tun sie auch mehr als nur schon leuchten und das eigene Vorgehen anzünden. Aber wir haben ja gesagt, das ist aus Panzerstein, das Also ich finde ja schon, das sieht recht witzig aus, wenn die Feuerwelle aufkommt, ist dann einfach einmal kurz am Testblock ausleuchten und dann wieder ausgeht das Licht. Ja, ja, hat was. Also ich denke mal, man sieht, wird es uns, ja, wir streuen halt ein bisschen, also 10x10 Raten, das dürfen wir schon entzünden. Also die Breite wahrscheinlich noch weit mehr, aber... Ja, es sind Dispenser, was erwartet ihr? Also wie gesagt, das war eine Kampfdistanz von 50 Blöcken ausgelegt, deshalb sind die Stichs auch sehr, sehr weit hinten eingebaut. Alles bis auf die die Schwenk trifft eigentlich mit dem Delay, das sie hat... Nichts. Nichts, ja. Also wenn man auf Max Delay stellt und nur nach vorne schießt, dann könnte sie was beschädigen, aber auch irgendwie nur beim ersten Schuss gefühlt. Genau. Ansonsten, alle Schotten sind an den Kanonen verkabelt, das heißt, ihr müsst den Feuermodus zum Schießen der Kanonen, wenn ihr sie manuell macht, nicht anhaben, aber der Feuermodus steuert halt die Hebel auf der Brücke. Das ist halt einfach nur nochmal eine Sicherung für die Brücke. Alles klar. Also wie gesagt, wie ihr die Kanonen beladet, sollte, denke ich mal, klar sein, einfach bei der Streukanone an die Observer beladen, hier ins Wasser. Genau, die Comment-Blocks. Die Comment-Blocks. Ich wollte eigentlich Comparator sein. Genau, und hier bei den Stichkanonen einfach auch alles voll beladen, auch hier vorne und auch den Ansetzer. Und dort taucht ein Corgamer auf. Und jetzt, weil die Shots gerade zugemacht wurden, brennt das Ding gerade ganz minimal. Ja. Also wie hier oben Feuer raufkommt, Minecraft-Logik, aber... Nee, weil wahrscheinlich einfach, weil das gerade zugegangen ist und der Dispenser da draufgeböllert hat. Kann sein. Wenn die Dispenser dann leer sind, dann kriegt man entsprechend auch einen Alarm in der Brücke, wie gesagt. Aber sie sind nicht leer. Genau, also ich denke ich mal... Ich kann ja mal aus dem entscheidenden Dispenser das rausnehmen. Der ist übrigens auf der linken Seite von Borgia. Ich weiß wo. Müsste es angehen, ne? Ich kann mal in der Brücke gucken. Klotz, bessere Idee. Warte, ja, du setzt den Alarm nochmal und machst die nochmal an. Es liegen noch 6 Feuerbälle drin. Alle Dispenser ein aus. Dann schießen die jetzt leer. Und sind leer. Ja, und der Alarm geht nochmal an. Ist natürlich nicht akustisch, weil es sonst einfach abfacken würde. Deshalb wird auch, aus? Ja, deshalb wird er auch mit dem Hebel hier nicht stumm geschaltet. Ansonsten kannst du mal einen Sensor beschädigen, damit wir die Alarme genießen können. Ja, machst du Dispenser nochmal aus, weil die klackern noch ein bisschen laut. Achso, natürlich. Also die Dispenser werden halt auch verschottet, wenn die aus sind. Genau, hat man, denke ich, mal gesehen.
als Brückenlicht. Du hast eine Kopie? Naja, ich hab... ja. Ja. Das ist mein gelber Sensor. Und das ist der gelbe Alarm. Suchen wir mal, haben wir hier noch irgendwo einen roten zufällig? Das war der aus dem NCC Hotel, ne? Warte, welcher ist das? Der gelbe Alarm. Das war Ding, Ding einfach. Ja. Okay. Das ist NCC Hotel. Ja, fragt nicht, Alarm-Sounds, ich hab da selten Bock auf irgendwas nochmal, also irgendwas, was schon oft verwendet wurde, nochmal verwenden. Das müsste CS Tower sein, ne? Nein. Okay, was ist es? Wenn sie, warte, das ist jetzt dieses Bim Bim Bim, ne? Ja. Das ist einfach nur, also, nee, ist Walkie V6 von MCV, so. Ja, ich war sehr kreativ, ich weiß. Und den Evakuierungsalarm kannst du auch nochmal machen. Kaltenstein? Ja. Ach ne, warte, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Warte. Warum ist der Sensor aus? Willkommen in der Aufnahme. Servus, okay, 3 von 2 Leuten, Discord ist gut. Ja, Discord Mensch. Ist gut, du bist Developer auf dem Dingen. Achso, das erklärt das. Soll ich mich wieder verpissen? Ja, Mensch, kannst auch da bleiben. Ja, was geht? Wir machen gerade das MV2 Let's Show. Guten Tag. Ich hoffe, das wird rausgekattert alles. Nein. Das bleibt jetzt drin. Gut, hätte ich wieder denken können. Und wenn man jetzt die Alarme stumm schaltet, dann gehen alle aus und der Evakuierungsalarm blinkt weiter, damit man weiß, dass es keine gute Idee ist, hier drin zu bleiben. Ja, ist natürlich absolut gewolltes Feature und kein Fehler, der uns im letzten Moment aufgefallen ist. Ich find's gut. So. Jetzt wisst ihr auch, wie das Wall funktioniert und ich setze mich jetzt auf den Captain's Chair und sage, dass du da nicht hingehörst. Nein, das sage ich nicht. Ich sage nämlich danke fürs Zusehen und. Ist meiner. Mensch. Ich sage danke fürs Zusehen. Lasst ein Like da, wenn euch das gefällt. Downlink ist auch nochmal hier in der Beschreibung drin. Ansonsten auch unter dem Trailer zu haben. Trailer ist natürlich auch nochmal verlinkt, wenn ihr ihn noch nicht kennen solltet. Und jetzt also, gehe ich mit Mensch auf Zugführung. Wundervoll. Genau. Also wie gesagt, abonniert den Kanal, wenn euch solcher Content gefällt. Und wenn ihr nochmal wollt. Erwartet nicht, dass. Erwartet kein MV3 in nächster Zeit. Ja, nicht in nächster Zeit, nein. Nicht die nächsten Jahre. Nein. Ihr könnt mich mal kreuzen, weil ganz ehrlich, ich baue nicht noch so ein. Okay, Mensch. Ganz ruhig. Nein. Jetzt baue ich nicht noch so eins. Ja, ja, meine ist. Scheißarbeit monatelang. Wer hat meine jetzt einen Breakdown kriegt, nochmal danke fürs Zusehen, lasst ein Like da und tschüss. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao.